Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Superstar-MVP-Serie. Jetzt geht es um James Bradbury, den vierten. Da war die Familie sehr einfallsreich bei der Namensgebung. 3-Sterne-Herausforderung. Wir dürfen keine Punkte in dem Drive kassieren, der jetzt gleich vor uns liegt. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir weniger als 40 Passing Yards kassieren und wenn wir nicht mehr als 5 vollständige Pässe zulassen. Wir sind in den Farben von Bradbury's Team, in den Farben der Giants unterwegs. Wow, die Helme sehen ja schick aus. Haben die ein anderes Blau? Ich bin begeistert. Obwohl es ein Divisionsrival ist, in dessen Farben wir jetzt antreten. Es geht gegen die Carolina Panthers. Carolina hat einen 2. und 14 in der eigenen 45-Yard-Linie. Es steht 17-13 für unsere Giants. Wir haben noch 4 Minuten 26 im zweiten Quarter zu spielen. Wir verteidigen in einer Cover 4. Teddy Bridgewater, der Quarterback. Kam ja von den Saints. Uiui, da hat er Glück, dass er nicht gesackt wurde. Incomplete Pass. Da haben wir schon wieder eine Sack-Chance liegen lassen. Das machen wir leider viel, viel zu häufig, weil ich immer Angst habe, dass der Quarterback weg scrambled. 3. und 14. Das ist der nächste Sack. Jetzt hatte er aber keine Chance. Da kamen 3 Giants-Spieler auf ihn zu. 4. und 24. Da ist der Drops doch jetzt gleich schon gelutscht. Von der eigenen 35-Yard-Linie muss gepantet werden. Aufgenommen an der 17-Yard-Linie. Das müsste es schon gewesen sein. 1, 2, 3, Stern Nummer 4, Stern Nummer 5, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.